Moin moin und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Slender. Gut, wir sind jetzt hier irgendwo am Arsch der Heide gelandet, keine Ahnung. Und wir sollen die Gegend erkunden. Guck mal, da habe ich auch schon mal die erste Hütte gefunden. Das wird auch mein Haus, ich ziehe da ein, würde ich sagen. Warum denn auch nicht? Guck mal, wie süß und klein das aussieht. Wehe, hier hängt jetzt irgendwo ein Zettel dran. Ich meine, hier wäre das aber nicht ganz so schlimm, weil ja zumindest irgendwie alles hell ist und so. Ah. Okay, hier ist auf jeden Fall so. Da ist was. Scheint aber ziemlich groß zu sein hier, muss ich jetzt sagen. Okay, da komme ich auch nicht rein. Hier. Nummer 5. Nochmal so ein E-Mail-Verlauf. Wir hatten ja vorhin schon in Part 1 die Zettel 1 bis 3, wenn ich jetzt richtig liege. Jetzt haben wir 5, das heißt, der Zettel 4 fehlt auf jeden Fall noch. Okay, irgendwie ist hier nicht so viel. Okay. Wand. Kleiner Hügel. Ey, ich habe echt keinen Plan, wo ich hin soll. Naja gut, vielleicht geht es wirklich nur darum, jetzt nochmal so ein paar Landmarks zu finden. Und dann halt diese Zettel. Nummer 4 fehlt ja noch. Vielleicht sind es ja wieder 3. Vielleicht habe ich 4 aber auch vorhin schon vergessen. Dass ich praktisch vorhin schon 1 bis 4 einsammeln konnte und jetzt hier 5 bis 8 oder so. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht kann ich jetzt hier aber auch nur 5, also 4, 5 und 6 kriegen. Vielleicht kann ich hier auch viel mehr kriegen, weil dieser Abteil hier sieht ja nun mal wesentlich größer aus. Da hinten ist noch was. Oha, was ist das denn für ein Tunnel da? Gehen wir einfach mal hin. Hier ist auf jeden Fall die 6. Wieder so ein komischer E-Mail-Chatverlauf. Okay. Wollen wir da wirklich rein? Missing. Charlie wird vermisst. Ich will da irgendwie nicht rein. Ich will mich eigentlich erstmal nochmal hier umsehen. Gehen wir nochmal eine Runde und wenn wir sonst nichts weiter finden, gehen wir da rein, weil dann müssen wir da ja wohl rein. Hier kommen wir gar nicht durch. Wäre ja auch zu schön gewesen. An der kleinen Hütte waren wir, glaube ich, vorhin. Hier scheint nichts mehr zu sein. Ich glaube, es gibt nur die eine Möglichkeit. In diesen Tunnel rein, ja. Na super. Dann gehen wir doch in den Tunnel rein. Ich sehe gerade, dass ich eine Batterieanzeige für die Kamera habe. Das fällt mir jetzt gerade erstmal so bewusst auf. Aber was soll das heißen? Heißt das jetzt, wenn der Akku leer ist, dann sehe ich nichts mehr? Oder... Ich meine, ich sehe ja nur durch die Kamera. Habe ich nur eine gewisse Spielzeit? Dass wenn der Akku leer ist, das dann... Oder ist sie einfach nur so da und verändert sich gar nicht? Das kann natürlich auch sein. Oh, okay. Jetzt wird's wieder gruselig.
Wow, was soll dieser Schwarz-Weiß-Filter auf einmal? Versuchen wir es einfach. Keine Angst haben. Ich habe aber Angst. Warning. Okay, hier komme ich nur an dem Tor vorbei. Ich gucke mich hier drin nochmal kurz um. Wieder ein Sammelobjekt eingesammelt. Okay, und hier komme ich nicht durch. Wo war die Tür da? Ja. Hier ist wieder so ein schöner Generator. Können wir sicherlich Licht einschalten. Hoffe ich doch. Alter. Oh, jetzt ist auch noch mein Controller gleich leer. Oh nein. Da ist noch so ein Generator-Dingsbums. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Slenderman gleich wieder ankommt. Da ist noch einer? Ne, den hatten wir eben schon. Und dann sind wir da rein. Und oh, was höre ich hier? Glitch. Wow. Aha, wir können ihn blenden. Ich habe das Gefühl, hier sind wir relativ safe vor ihm. Ja, sind wir wirklich. Alter, was ist das für ein Viech? Verreck, du Arsch. Alter, wie soll ich denn hier ihn blenden und weglaufen? Komm schon, sprinte. Scheiße, ich stecke hier fest. Ich würde einfach mal behaupten, ich bin voll am Arsch. Ah! Oh mein Gott! Verdammte Scheiße! Hä? Wo ist er hin? Ach du Fuck! Lass mich einfach nur hier weg, ey. What the fuck? Okay, ich hoffe, der kann hier nicht hochklettern oder so. Sehe ich da einen Generator? Da ist ein Generator, den will ich haben. Ich weiß zwar nicht, wie viele Generatoren ich brauche. Schnell wieder zurück in meine Safe-Ecke hier. Ist da hinten auch noch ein Generator? Da hinten ist irgendwas Gelbes. Da so zwischen den Regalen. Wie viele Generatoren brauche ich denn? Drei Generatoren für den Fahrstuhl und dann kann ich entkommen.
Ey, ich hab richtig Schiss gerade. Okay, hier ist auf jeden Fall kein Generator mehr. Alter, lauf. Aber bitte in die andere Richtung, verdammte Scheiße. Was? Was war das? Das war doch das Dingsbums vom Slenderman, oder nicht? Ich sag nicht, dass der hier auch noch mit rumläuft. So, geht die Zahl jetzt runter? Zwei noch. Alles klar. Er rennt weg. Oder kommt er wirklich hier hochgeklettert? Weil dann drehe ich durch, ey, wenn der hier hochklettern kann. Ach du Scheiße. Muss ja jetzt eigentlich gucken, dass er hier hochläuft. Dann kann ich nämlich runterspringen. Genau jetzt. Und jetzt kann ich hier lang, da wo er mir jetzt eben gerade entgegenkam. Oh, und ich höre ihn. Das ist einfach so schlimm. Und ich kann schon wieder nicht sprinten. Zumindest nicht vernünftig. Das ist doch kein Sprinten, was du hier machst. Mal lauf doch mal ein bisschen schneller, du Homo. Fuck. Ich hab so Schiss, dass der jetzt hier um irgendeine Ecke kommt, ey. Das war der erste Generator, den ich aktiviert hatte hier unten. Und hier ist der Aufzug. Zwei Generatoren fehlen noch. Die zwei roten Punkte da. Ich höre ihn laufen. Wo ist dieser kleine Clown? Da ist der kleine Clown, verdammte Scheiße! Ich kann auch laufen, mein Freund, da glaub mal dran. Und der Slenderman ist da! Was macht der denn jetzt auch noch hier? Reicht nicht einer, verdammte Scheiße, nochmal? Oh, meine Güte, da wollte ich gerade lang gehen. Wird wohl nichts. Machen wir später. Jetzt vielleicht? Alter Schwede. Generator, wo bist du? Ich brauche Generatoren. Generatoren. Oh,
Da. Einmal umgucken, dass keiner hier ist. Okay. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Das ist kein Generator, das ist was anderes. Nein, fick dich, du blödes Miststück. Oh, fuck, Alter. Ich lebe noch. Und das Ding ist weggerannt, okay. Der hat mich jetzt aber schon zweimal angegriffen. Kann das sein, dass er mich überhaupt nicht töten kann? Wir haben noch alle außer ein. Und wieder weg. Hilfe. Ich will hier erstmal nach unten irgendwie. Ich habe nur keinen blassen Schimmer, wo die Treppe nach unten ist. Weil ich habe gerade so eine Idee, wo der letzte sein könnte. Da ist er. Lauf schneller, du Arschloch! Waren wir hier schon drin? In diesem Gang? Ich hab den letzten Generator, ich hab den letzten Generator. Jetzt nur noch zum Aufzug. Oh fuck. Ich geh einfach um diesen Container rum und schon hat der keine Chance. Aufzug, mach hinne, fahr irgendwo hin. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht bewegen, also ich kann nicht laufen. Okay. Ja, ich habe den Elevator benutzt. Okay. Oh, verdammte Scheiße. Okay. Fortschritt gespeichert. Was haben wir jetzt vor? Explore the area mal wieder. Alles klar. Aber so wie es das letzte Mal auch schon war, exploren wir die Area im nächsten Part. Bis dahin, danke fürs Zusehen und tschüss.